ganz schön hoch. Mhm. Erfreut? Ja. Na, immerhin etwas. Aris braucht uns. Zeigen wir dem Teil, wer der Boss ist. Los. Kapitel 14. Abgeschlossen. Ein Bruchstück an Hoffnung. Ach du Scheiße. Das ist... im Licht der sinkenden Sonne. Oh Mann. Na dann. Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Aris da raus. Und dann nichts wie weg. Los. Sektor 7, Plattentrümmer. Ja, das war sie, Sektor 7, den sie einfach mal jetzt gesprengt haben und auf den Slump runtergeschmissen haben. Leute. Da oben war das mal. Da oben. Und das haben sie jetzt einfach eiskalt runtergeschmissen. Wo ist mein Papa? Weil sie sich ja sowieso sicher sind, dass sie durch die Zetra in das gelobte Land kommen können. Alter Schwede. Kannst du aufstehen? Hab ich's nicht gesagt. Verdammt, nicht schon da geben sie lieber diese ganze Stadt, auf die sie aufgebaut haben. Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Mhm. Der Aufstieg. Seid auf der Hut. Denn wir müssen ganz nach oben. Ich guck gerade noch mal ganz kurz. Aber hier gibt es nichts weiter als nur diese Leiter. Und jetzt heißt es klettern. Immer höher klettern. Nur keine Zurückhaltung. So viel ist eh nicht zu versehen. Bring es hinter uns. Na dann. Hat man noch mal einen richtig schönen Blick auf die ganzen Slums von Midgar. Ist da, das war wahrscheinlich Sektor 6. Da hinten. Oder der fünfte? Ich war. Nee, es müsste eigentlich Sektor 6 sein, glaube ich. Und dort hinten. Ja. Man kann es nicht in Worte fassen, was Shinra hier getan hat. Nur weil sie sich sicher sind, dass sie durch Aris in dieses gelobte Land kommen. Dann geben sie lieber eine ganze Platte auf. Und ja, opfern ihre Bewohner. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Denen sind die Bewohner von Midgar eigentlich völlig egal. Das war ein gutes Training. Dann sind die Leute völlig egal. Tja. Nur den Bessergestellten oben auf der Platte geht es gut. Naja, außer jetzt denen auch von Sektor 7. Das kann nicht so ganz helfen. Aber Blitz kann wunderbar. Was da denn? Ah, die Füße.
Genau so! Übernimm du. Es geht los! Das ist langsam! Hier kommt Barret! Bam! Bring mir die Köpfe zum Rauch! Also. Komm schon! Na also. Wir werden für nicht Zeit machen. Bis wir am Ziel sind. Alter. Das ist ein ganzer Trümmerberg, der sich da aufgetürmt hat. Man mag es gar nicht glauben. Und wenn das jetzt nicht die Leute aufwacht oder aufweckt. Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Nee, definitiv nicht. Aber wir müssen da hoch. Ende Gelände. Ob das Seil von einem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Mhm. Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? An Stellen, an denen ein Seil herabbobbelt, kannst du dich mit deiner Seilpistole auf höher gelegene Plattformen ziehen. Suche die Umgebung über dir nach hängenden Seilen ab. Okay. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Ja. Hui! Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Oh oh. Hättest du das nochmal nicht so schnell gesagt? Sollen sie nur! Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Weiß ich doch. Erstmal wird Aris gerettet. Schon klar. Genau. Darauf müssen wir uns zuerst konzentrieren. Wobei an den Suchtrupps. Mann, drei Soldaten. Nee. Okay. Los geht's. Ich bin bereit. Hey, was ist los? Hier war eine Schnellstraße. Bin ich noch mit abgefahren? Oh oh. Schnell zum Shinra-Gebäude. Lass viel mal lieber aus dem Weg gehen. Dem Vieh würde ich am liebsten aus dem Weg gehen. Ah, da oben. Hakt eure Seile da oben fest. Ja. Wir nehmen die Flugroute. Ein Versuch ist es wert. Was zur? Seid ihr von Avalanche? Wir haben nein, nein! Wir benötigen Verstärkung! Haben einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so... Diese Propaganda! Jetzt wird abgerechnet. Gute Nacht. Das war eine viel zu überpowerte
Attacke für diesen einen Soldaten. Oh Mann. Aber für den hier wird das reichen. Ich hab sie! Umzingeln! Ja, wo sind sie denn? Nicht übertreiben. Roger, ich übernehme. Ja, gut. Auf jeden Fall! Da geht noch was. Und tschüss! Scheiße, übernimm mal! Aua! Eine Mogri-Medaille. Warum jetzt noch Mogri-Medaillen? Wir werden doch nicht mehr mit ihr zusammenkommen können. Mit Moggy. Bleib dir mal stehen und lauf nicht andauernd weg. Schluss jetzt. Meine Güte. Feiglinge. Der Applaus lässt auf sich warten. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. Aber ich glaube, hier müssen wir sowieso lang. Ah, okay. Dem Einsturz gefährdet. Potions and Music. Was haben wir denn hier? Lurking in the Darkness. Das nehme ich doch gleich mal mit. So, und jetzt müssen wir hier dieses Gebäude hoch. Einmal umgucken. Es ist schon Wahnsinn, wie sie das hier in Szene gesetzt haben. Oh! Da oben, okay, alles klar. Da könnte es weitergehen. Aber ich möchte mich erstmal noch gerade mal ein wenig umschauen. Bevor ich weiterlaufe. Ach, hier geht sowieso nicht weiter. Na schön. Dann einmal in diesen Schacht hinein. Und was sind das jetzt hier für kleine Viecher? Ach, Elektroschockdrohnen, okay. MG-Drohne. Ja, komm. Volle Kraft. Ist auch erledigt. Das Spiel ist aus. Ach, schon wieder ein Limit. Dann reicht es. Nein. Und Feierabend. Sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Okay, hier sind Seile. Und da oben geht's hoch. Ah, guten Tag. Hallo. Ich will mal gerade eine Analyse an den Elektroschock-Drohnen machen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Wirksam ist also blöd. Ja gut, das hätte ich fast schon gedacht. Weil die Dinger ja Roboter sind. Also ein kleiner Kurzschluss wäre bei denen jetzt nicht allzu sehr gesund. Ah, so, ich gucke mich hier mal ein wenig um. Aber hier geht es sogar nach oben. Trümmererklimmung. Ich möchte ja auch natürlich nichts hier verlieren oder vergessen. Da gucke ich mich immer ein bisschen mehr um. Ja, mal ein Auto. War das hier mal eine Parkgarage? Also so eine Garage oder so? So ein Parkhaus? Oder was war das im Sektor 7? Oh! Granatwerfer? Oh oh. Wie schmeckt dir das? Nur kein Übermut. Nachfolgemodell der MG-Drohne. Ah, wirksam ist tatsächlich Blitz.
Und dann würde ich sagen, Blitzer! Was macht denn Flauter die ganze Zeit? Verpeilter Dirk! Komm, Astro, das, die hat eine Art Barriere oder so? Lass mich mal. Nicht übertreiben. Nicht überleben. Vergiss es. Aha, jetzt ist es weg. Sie sind wieder da. Was ist eine Barriere? Die sehe ich jetzt erst. Oh Mann, kommt man auch gar nicht weiter. Ganz schlecht. Da staunst du, was? Ah, gerade kurz mal nicht. Nee, hier gibt's nichts weiter. Also weiter hoch. Na dann, gute Nacht. Aber hier, jetzt. Ich würde auch gerne greifen. Aber nicht viel mit großartigem Inhalt. So, gut, das hätten wir. Und dann geht's jetzt wieder weiter nach oben. Immer höher. Nach oben. Das war hier mal eine Art Plan oder etwas. Aha. Sieht ganz so danach aus. Ja, wir können wieder runter. Ich wollte nur die Kiste mir schnappen. Ah, hier geht's weiter. Yeah.